Da sind wir wieder. Und es kann weitergehen. Bei der Kuriergilde haben wir jetzt, glaube ich, noch ein paar Quests bekommen oder sowas, ne? Oder haben wir eine Questreihe gestartet? Kuriere 1. Dann mal her damit. Ich bin bereit, Driscoll. Hast du eine Aufgabe für mich? Ja, aber zuerst lass mich dir noch etwas über die Geschichte der Kuriere erzählen. Okay. Super. Ich kenne mich ganz gut aus in Geschichte. Wusstest du zum Beispiel, dass das erste schriftlich erwähnte Postwesen aus Ägypten stammt? Ungefähr 2400 vor Christus. Das wusste ich nicht. Ist so. So verschickten die Pharaonen ihre Dekrete und bauten ein Netzwerk auf. Denk nur an die uralte Tradition, die du weiterführst, einfach indem du ein bisschen Post austrägst. Das werde ich. Versprochen. Tu das, Hitzkopf. Und jetzt stellst du diese Nachricht zu. Sie ist als dringend gekennzeichnet. Also gebe ich dir nichts anderes mit, damit du dich nicht ablenken lässt. Sie wird wohlbehalten ankommen. Oh, noch eine Sequenz. Sieh an, ein Kurierbaby. So viel zum Thema, wir sind eine Elite-Truppe. Pilger? Scheißdreck. Was hast du für ein Problem? Du wirst besser nicht zum Problem für mich. Sonst könntest du der nächste Derrick werden. Der nächste wer? Wovon zum Henker redest du? Nicht dein Bier-Kurierbaby. Stell einfach keinen Unfug an, okay? Ich hab dich im Auge. Klar, dann beobachte mal meinen Mittelfinger. Ah, sehr schön. Das Kurierbaby ist auch noch ein Komiker. Hier geht's den Bach runter. Na, du musst es ja wissen. Mir scheint, ich führe einfach dein Vermächtnis fort. Eieieiei, die Ach, sind das ist nur Jack. Ignoriere ihn, Companiero. Ich glaube, er lässt nicht zu, dass ich ihn ignoriere. Tranquilo. Er hat eine harte Schale, aber einen weichen Kern? Heißt das so? Me amo Jaime übrigens. Kuriere leben gefährlich. Wir sind eine kleine Gruppe und wir verlassen uns aufeinander. Okay. Du bist also ein Pilger. Schön. Dann weißt du, wo es lang geht. Manchmal können die Novatus Leuten den Tod bringen. Novatus? Aiden, ist durch diesen Derrick jemand gestorben? Zum Glück nicht. Derrick war einfach total loco. Ein Adrenalin-Junkie. Wir alle nehmen das hier ernst, aber er war besessen. Aber irgendwie war seine Hingabe bewundernswert, auch wenn er ein Fanatiker war. Ja, was ist passiert? Und andere Kuriere mit schwierigen Lieferungen gucken in die Röhre. Was wurde aus ihm? Wurde hochkant rausgeschmissen. Die Kuriergilde hat keinen Platz für Junkies, amigo. Bringt nur Tod und Verderben. Lass mich raten. Jack hat die Kampagne gegen Derrick angeführt. Und er war sehr effektiv, amigo. Das glaube ich gern. Ob uns dieser Derek so ein Problem werden wird? Ob der uns dann angreifen wird oder so? Wo sollen wir denn hin? Okay. Komischerweise ist hier noch ein unbekannter Ort. Okay. Schauen wir mal. Wo ist Wind? So war das nicht geplant. So war das nicht geplant. Ach Mist. Ach Mann. Wirklich. Jetzt aber. Die wollen einfach nicht, dass ich meinen Gleiter benutze. Oh, Hemmstoff.
Impfstoff. Schnappen wir uns das mal schnell, oder? Wenn man eh schon hier in der Gegend ist. Oh, eine verseuchte Dark Zone auch noch, ja? Na super. Von innen verschlossen? Richtig, fast schon. Das ist ja hier ein halbes GRI-Gebäude. Was ist denn hier los? Wie soll ich da reinkommen? Ach, da. Warum ist hier eine GRI-Tür drin? Jetzt haben wir die Alarmanlage deaktiviert, weil wir haben schon mal so einen ähnlichen Aufbau gehabt in irgendeinem Haus. Und da habe ich dann einfach nur dieses Gitter hier aufgemacht und dann ging die Alarmanlage los. Meter, wo ist es denn? Unter uns. Eine Etage tiefer. Aha. Weiß nicht warum. Ich habe vergessen, das hier aufzumachen. Falls man später noch mal reinkommen muss. Geht nicht. Ich dachte, wenn ich hier so ein Ding reinschmeiße, dann geht meine Immunität wieder hoch. Bei Verseuchung funktioniert das wohl nicht. Gut zu wissen, dass es bei Verseuchung nicht funktioniert. Wo ging es hier raus? Wo ging es hier raus? So. Lungen, Mensch. Stell dich doch nicht so an. Wo soll ich denn hier hin? Hier? Bitteschön. Paketdienst. Amazon, bitte aufmachen! Hier. Ich habe eine Nachricht. Ich erwarte doch gar nichts. Oh mein Gott! Was ist los? Eine meiner Kundinnen sorgt sich um ihr ungeborenes Kind. Sie hat Schmerzen. Ich gehe besser sofort zu ihr. Ich bin Hebamme, wissen Sie? Hätte Ihr Mann Sie nicht holen können? Himmel, nein.
Sie versteckt sich vor ihm. Wissen Sie, das Kind ist nicht von ihm. Wenn er sie fände, oh, nicht auszudenken. Sie dürfen es keiner Menschenseele erzählen. Keinesfalls. Ich verstehe. Das Geheimnis ist bei mir sicher. Danke. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Ich muss meine Sachen packen. Oh Mann. Das war's schon, ja? Zurückgehen. Okay. Schon wieder einer. Warum ist denn hier überall Hemmstoff? 20 Meter. 18. Ach, ist das hier so eine... Okay, eine Anomalie. Dann müssten wir aber erstmal eine Nacht auslösen. Können wir da drüben machen. Oh Gott. Oh, was machst du hier? Ich dachte, die kommen hier gar nicht rein in das Gebiet. Hat aber auch interessanterweise keine Jagd ausgelöst. Vielleicht kann in diesem Bossgebiet keine Jagd ausgelöst werden, ich weiß es nicht. Wo war denn der Boss? Ja. Ja, den guten Hemmstoff. Chris Hemmstoff. Immer her damit. Mehr HP zu haben ist immer gut. Wie läuft denn der da unten rum? Digga, das ist ein schlechtes Timing, hä? Könnt ihr mal aufhören? Ich will nicht gejagt werden.
Wo war denn jetzt der Eingang? Ich find's gerade nicht. In Ruhe. Die lassen dich nach? Alter, sogar so einer. Er wirft's nicht, er wirft es nicht. Er wirft es einfach nicht. Was ist das für ein Beschiss? Ich hab's gespammt wie ein Verrückter. Wird das halt eine Farmnacht. Wir farmen jetzt einfach die Nacht durch. Oder bis die endlich mal aufgeben. Ich glaube, das war's. Endlich mal looten. Oh, da ist ja schon wieder einer. Geh mal weg. Oh, warum kommst du hier rein? Hier ist ein Bossbereich. Du hast hier eigentlich nichts zu suchen. Die laufen hier einfach rein. Scheiß drauf. Dann nutzen wir das einfach mal als Gelegenheit zum Farmen. Ich habe jetzt da draußen ein paar Schattenkrieger gekillt, ne? Ein paar Schattenjäger. Und ich will die einsammeln. Ich kann sie aber nicht einsammeln, weil andauernd neue angelaufen kommen. Das Dilemma, ich will nicht weggehen, ohne den Loot einzusammeln. Aber wenn ich Loot einsammle, dann kommt andauernd neue Kämpfer. Neue Gegner. Bisschen blöd gemacht. Guck mal, hier, da ist schon wieder einer. Ich komme gar nicht dazu einzusammeln. Wie mache ich denn das am besten? Ich will doch nur meine Drops. Jetzt geht er weg. Ich will doch nur, was mir zusteht. Die Necromonger haben gesagt, du darfst behalten, was du tötest. Ich will einsammeln, was ich getötet habe.
geht nicht weg. Ich bin der Meinung, der dürfte eigentlich gar nicht hier in diesen Bereich reinlaufen. Das ist eigentlich als Bossbereich gedacht ist. Wo sollen wir jetzt hin abgeben? Ach Gott, was ist denn hier? Ein Heim für Brigitte? Eine neue Nebenquest entdeckt. Oh, was ist hier? Kopfgeld-Bonusbox. Gerne. Ach so, wenn man genug Kopfgelder abgeschlossen hat, dann gibt es so eine Bonusbox. Ah. Mhm. Seuchenträger mit Fernkampfwaffen gejagt. Genaues Zielen. Ach ja, das könnte ich mal wieder machen. Genaues Zielen. Weißer durch Unhold. Warum ist das nicht markiert? Ist das markiert? Ich weiß es nicht. Das könnte man jetzt gleich mal machen. Genaues Zielen. Von 30. Fühlt sich so unnatürlich an, irgendwie hier eine Pistole nutzen zu können. Benutze ich auch super selten, ne? Macht halt wieder Lärm, das ist immer so ein Problem. 25, 26, 27, 28. 29, 30.
glaube, ich muss noch ein paar Seuchenträger mit Fernkampfwaffen töten. Hier. Ist das überhaupt markiert oder ist es nicht markiert? Ich weiß es nicht. Da, zwei Seuchenträger mit Fernkampfwaffen von 10. Funktioniert. Mal die Quest abgeben. Melde mich zurück. Habe Paket abgeliefert. Ich bin fertig. Gut gemacht, Hitzkopf. Deine erste Zustellung war ein voller Erfolg. Yay. Ist der Pharao mit mir zufrieden? Sehr komisch. Wenn du mit Pharao mich meinst, dann ja. Ich bin zufrieden mit dir. Super. Komm wieder, wenn du mehr Arbeit willst. Aber nicht immer wird so leicht. Klar, alles easy. Kann ich gleich das nächste machen? Ja. Können wir gleich weitermachen.